Ist es David Wolf? Sieht ein bisschen so aus wie bei der Meisterfeier. Er hat gemeint, du bist es bei der Meisterfeier gewesen. Ja, das kann schon sein. Der ist auf jeden Fall ein Rapper. Ja. Ha, aber was für einer. Sido? Bushido? Kapital Bra. Also Kapital Bra. Richtig. Next. Kommt mir bekannt vor, den Namen, aber wird schwierig. Also Colin, ich bin ja wirklich ein Fan von dir, gell? Aber diese Person... diese Person, ehemaliger Trainer auch der Kölner Haie, der Alpenvulkan schlechthin. Der Mo erzählt doch immer so viel von ihm. Ja, ich war letztens beim Deutschlandcup in der Kabine und da haben wir so ein paar Geschichten vom Hans erzählt. Und da sitzen ein paar Jungs in der Kabine, die, da musst du einfach verstehen, die sind geboren worden zu dem Zeitpunkt, wo es passiert ist. Die haben da keinen Bezug mehr zu. Das ist für mich schwer nachzuvollziehen, für dich wahrscheinlich auch. Aber die kennen diese Person nicht. Das ist irgendwie traurig, aber ja, es ist leider so. Da muss man dann noch ein bisschen Aufklärarbeit machen. Hans? Na, Hans? Hans? Hans Zach. Hans Zach, ganz klar. Sehr gut. Es ist doch... Ich kenne wahrscheinlich, alle Geschichten von ihm und kam einfach nicht auf den Namen. Auf jeden Fall soll er ein tougher Kerl gewesen sein. Und soll die jungen Spieler, alle Spieler, sehr, sehr hart rangenommen haben. Ich sag mal so, er kann froh sein, dass der Hans nicht sein Trainer ist, weil sonst hätte er ihn schon kennengelernt, sag ich mal. Oh, ich krieg einen Anruf ins Studio. Hallo. Hans Zach, hallo. Na, er hat sie nicht erkannt. Aber ich muss zu seiner Verteidigung sagen, Herr Zach, Sie waren ja nicht hinter der Bande gestanden, sondern im Fischer-Outfit. Danke. Schöne Grüße nach Bad Tölz und alles Gute beim Fischen. Alle Spiele der Penny DEL live. Nur bei Magenta Sport.